Guten Abend, liebe Anwesenden. Oh Gott. Danke für dein Einschalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Legung, einer kleinen Kurzlegung. Wollt mal nur gucken, was hier so los ist, was du wissen kannst und da ist. Und es geht schon gut los mit der Schlange. Die packe ich aber wieder weg. Danke für dein Einschalten, Like und Kommentar im Vorwege. Das mich sehr freut. An all diejenigen, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen. Danke, dass du und danke, dass ihr da seid. So. Achtung, Triggerwarnung ist möglich. Es ist eine allgemeine Legung. Du kannst mit einer Resonanz gehen, musst es aber nicht. Schaue daher bitte, ob es überhaupt für dich passend und stimmig ist. Zeigt sich hier ein Herzlein an, also ein Schätzchen, also dein Gegenüber. Dann kann es sein, dass die Rollen hier irgendwie vertauscht sind, ja. Kann auch möglich sein, dass die Rollen gespiegelt sind. Und dass du dich irgendwie im gegenüberliegenden Part wiederfindest. Was ist denn hier los? Fängt schon gut an. So, lass uns mal gucken. Was darfst du denn jetzt wissen? Oh, schön. Die Sonne zeigt sich an. Sehr gut. Die steht da hier jetzt schon mal für eine sehr, sehr gute positive Energie. Transformation, Veränderung. Die Karte ist der Jackpot. Das ist die höchste Karte im Lenormand-Kartendeck. Hier zeigt sich an, alles ist gut. Hier ist eine Dynamik drinne. Hier ist eine Wende drin, eine positive Entwicklung. Ja, was kann man dazu noch sagen? Jackpot einfach. Und wenn du jetzt gerade eine Frage hattest, die Antwort darauf lautet ja. Die Sonne repräsentiert hier auch ein klares Ja. So, was haben wir noch? Oh. Oh, oh, oh. Hier kriegt jemand Feuer unterm Arsch. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, aber es ist hier so. Wahrscheinlich geht es hier auch gar nicht anders. Wahrscheinlich geht es hier auch gar nicht anders. Aber hier kriegt jemand jetzt Feuer unterm Arsch gemacht. Zack. Weil hier jemand viel zu lange gebraucht hat. Hier er. Ich sag's ja, hier ist Herzilein, hier ist dein Schätzchen. Na? Der kriegt jetzt Feuer unterm Arsch. Ihm wird hier echt, ja. So viel, der wird jetzt hier richtig angeheizt, dass er hier jetzt mal ein bisschen schneller machen soll. Der muss hier jetzt mal in die Gänge kommen. Und er wird in die Gänge kommen, das sieht man auch. In sehr gute Gänge. Sehr, sehr gute Gänge. Ja, wo führt ihn das hin? Zum Hund. Treue, Loyalität, Freundschaft, Hinweis für eine Seelenpartnerverbindung, dass sich hier etwas in einer Seelenpartnerverbindung positiv verändert. Der Bär steht natürlich auch für den Seelenpartner. Ja, siehst du? Die da oben. Ja, nee. Oi. Also pass mal auf. Die da oben sorgen dafür, dass er hier jetzt Feuer unterm Arsch. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Du weißt, du kennst meine Videos. Du kennst hier meine Art und Weise und ich drücke das so aus, wie es halt in dem Moment einfach passend ist. Und das ist einfach so. Die sagen jetzt, jetzt ist hier genug. Die machen dir jetzt hier wirklich hinterm Untermors, damit du jetzt hier endlich mal in die Gänge kommst. Nur Schluss mit deinem Ego, schraub das mal hier runter, weil dein Ego, sein Ego, das schließt ihn hier sozusagen aus, das drückt ihn runter. Ne? Und dadurch kommt er hier natürlich nicht in diese Energie der Treue und Loyalität. Der ist sowas von stur und ein Ego, dass er hier überhaupt nichts an sich heranlässt. Auch nicht, was Treue und Loyalität betrifft. Zu anderen, zu dir. Na, hier ist er nochmal. Das ist sein Ego. Und damit setzt er sich auch hier auseinander. Ja, weil er hier Feuer kriegt. Aber so richtig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kann man dazu jetzt noch sagen. Sehr stur. Und aufgrund seiner Sturheit natürlich auch sehr langsam. Aber nun sagen sie hier, es reicht. Jetzt reicht es aber wirklich. Na? Ich weiß nicht, was die machen. Das ist auch vollkommen egal, was die machen. Wichtig für dich zu wissen ist, dass sie es machen. Damit er jetzt hier endlich mal aus seiner Angst auch rauskommt. Der hat auch vor irgendwas Schissen, deswegen hat er hier sein Ego so dermaßen hochgezogen, hochgefahren. Ja, das ist hier was Spirituelles, das ist hier etwas schicksalhaft Geführtes. Der hat hier einfach die Hose voll, so voll, dass er damit die ganze Zeit rumrennt. Anstatt das mal zu entleert oder sauber macht, weißt du, nee.
lässt er es an aus dem Ego heraus und rennt mit seiner eigenen Scheiße die ganze Zeit rum. Ja, es ist so. Es ist einfach so. So stur und so im Ego ist er hier gewesen. Ja, die sagen jetzt hier aber auch klipp und klar, wir machen dem jetzt hier zwar, wir heizen jetzt hier bei ihm den Kessel an, aber trotzdem ist bei euch doch eine Blockade, ne? Aber die Blockade muss da sein, weil die da oben dafür gesorgt haben, die haben dafür gesorgt, Punkt. Damit er jetzt ja aber, es ist sein Weg, nicht deiner, es ist sein Weg, den er hier machen muss. Deswegen ist sie momentan einfach noch, ja, da hat ja aber auch noch zu viele, der hat Angst. Der hat einfach Angst davor, dass hier irgendwas schief läuft, dass das nicht richtig ist. Das hinterfragt man hier auch. Ist es richtig, ja oder nein? Kann das stimmen? Kann das hier einfach stimmen, was sich hier zeigt? Kann das wirklich irgendwas Spirituelles, irgendwas Schicksalhaftmäßiges sein? Das hinterfragt man sich hier. Und die Antwort darauf ist ja. Ist es. Es ist schicksalhaft geführt. Es ist dein Seelenpartner, Seelenpartnerin. Ja, es ist wirklich so. Hat sie dir eigentlich auch gesagt? Oder er? Naja, jedenfalls befindet er sich hier aber komplett im Mangel. Der ist momentan hier echt im Mangel gefangen. Das nagt auch wirklich an ihm. Das lässt ihn hier nicht los. Oh, ist mir warm. Das lässt ihn nicht los. Ne? Der beschäftigt sich richtig damit. Mit Mangel, Bedürftigkeit, Fülle. Damit setzt er sich hier echt momentan gerade auseinander. Und ihm ist auch hier irgendwas bewusst geworden. In Bezug auf einer schicksalhaften Fügung, schicksalhaften Begegnung. Hier ist aber auch ein positives Karma. Aber momentan ist bei euch noch die Blockade drin. Lass ihn hier mal machen. Das ist seine Lernaufgabe, nicht deine. Du gehst deinen eigenen Weg weiter, was du hier jetzt einfach nur wissen kannst und darfst. Wenn ihr keinen Kontakt habt und dergleichen und so weiter und so fort, dann darfst du jetzt wissen, dass er sich hier momentan mit dieser Thematik auseinandersetzt. Seelenpartnerschaft, Schicksal, Karma, den höheren Sinn erfragen. Ich kann es nicht anders, aber der hat Angst davor. Der glaubt an das Ganze hier einfach nicht. Der hat daran nicht geglaubt. Und plötzlich kommt irgendwas um die Ecke, das ihm hier irgendwie das Gegenteilige spiegelt. So, dann setzt er sich jetzt hier hin und hinterfragt das Ganze. Der hat aber echt Schiss davor. Der hat richtig Angst. Ne, wenn man es nicht kennt. Wenn man das einfach nicht kennt, natürlich kann das Angst machen. Weil das zeigt da hier auch eine Veränderung an. Aber die Veränderung ist gut. Die Veränderung ist richtig gut. Und diese Veränderung darfst du auch zulassen. Oder darf er zulassen oder sie. Das kann jetzt natürlich auch eine Dame sein. Ne? Männer, guckt ihr auf eine Frau, dann münzt das bitte einmal auf eure Herzensdame um. Jedenfalls guckt er sich hier Lernthematiken an. Der setzt sich hier wirklich mit Lernthematiken auseinander. Und was die in ihm bewirken und auslösen, wo sind die Wurzeln, was kann er tun, was kann er machen? Er weiß schon mal, das hat hier was mit seinem Ego zu tun. Ego, stur, bockig, ne? Und dass ihn das hier echt mega ausgebremst hat, hier mit dem Fuchs. Es hat ihn ausgebremst, weil er Schiss hatte. Die Angst war größer. Deswegen hat er aus der Angst heraus dieses Ego hochgefahren. Ja, aber konnte hier was viel Wichtigeres nicht ranlassen. Das könntest du jetzt sein oder was auch immer. Oder einfach nur diese Gefühle und Emotionen der Treue und Loyalität. Hier geht es viel um Treue und Loyalität. Und hier ist der Fuchs, das ist das Gegenteilige. Lug, Betrug, Hinterlistigkeiten. Also hier setzt sich jemand wirklich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen auseinander und versucht sich hier irgendwie daraus einen Reim zu bilden und auf den grünen Nenner zu kommen. Ja, und dann kommt man hier schon mal irgendwie auf den Trichter. Ja, das muss er hier eigentlich jetzt nur für schicksalhaft geführtes sein. Anders kann man sich das hier nicht erklären. Er kann sich's nicht erklären. Und das lässt ihn hier nicht los. Lässt ihn nicht los. Aber das Schöne ist, die Mäuse, die gehen raus. Das arbeitet sich raus. Und dadurch auch hier dieser Lug und Betrug. Diese Falschheiten einfach. Was hier irgendwie auch mega falsch gelaufen ist. Wovor man Angst hatte. Und aus dem Ego her, ja, vielleicht hat er aus dem Ego heraus hier irgendeine falsche Handlung vollzogen. Auch aus der Angst heraus. Das ist jemand, der hat so einen Schiss.
Auch viele Triggerpunkte, ganz, ganz viele Triggerpunkte, die hier ausgelöst worden sind bei ihm. Ich glaube, hier fliegt einem so richtig was um die Ohren, ne? Aber nichtsdestotrotz, die setzen jetzt da an, wo er die ganze Zeit nicht hinschauen wollte. Und das ist hier jetzt einfach mal seine innere Gefühlswelt, die hier komplett auf den Kopf gestellt wird. Und jetzt fängt er an, wirklich viele Dinge zu hinterfragen. Einiges läuft hier auch parallel zueinander. Lass ihn mal machen. Also bei ihm ist hier jetzt ganz, ganz viel los momentan. Deswegen ist hier auch noch die Blockade drauf, ja? Und sobald diese Blockade rausgegangen ist, fängt es auch hier bei euch wieder an zu fließen. Dann kommt hier auch Meldung rein. Ne? Der Reiter. Huch. Der Reiter, ne, kündigt hier Meldung an. Eine Nachricht. Interaktion, Bewegung, auf die du hier schon sehr lange wartest mit dem Schiff, ne? Ja, hier kommt der Ausgleich rein. Du weißt es doch gar nicht. Du weißt gar nicht, was dahinter. Ja, dann habt ihr auch keinen Kontakt hier, ne? Ja, für dich ist unklar, ob es hier zu einem Treffen kommen wird und damit eine verbundene positive Veränderung. Ja, weil du etwas haben möchtest, das tiefer geht als nur dieser ganze oberflächliche Kram. Naja, kann sein, dass hier noch eine andere Person mit drin ist, aber die wird geköpft. Also die geht raus. Ja, die dritte Person hier, wenn es jetzt keine dritte Person ist, dann diese schwierige Angelegenheit, Komplikation, Verstrickung, die geht raus. Das hört alles auf. Aber die Blockade muss momentan noch so sein. Wann diese Blockade rausgeht, keine Ahnung. Es hängt von deinem Gegenüber ab. Aber glaub mir eins, die setzen jetzt an und heizen ihn hier so richtig ein. Ja, dass er hier jetzt mal ein bisschen schneller vorangeht. Der hat schon sehr, sehr lange gewartet. Und alleine etwas in die Zeitverzögerung gebracht durch sein Ego. Aber nun sagen sie hier, jetzt ist aber Schluss. Hier ist jetzt Schluss. Und deswegen setzen wir jetzt, die brechen die Blockaden bei ihm auf. Die brechen ihm hier die Blockaden auf. Das hätte er so nicht geschafft. Deswegen haben die dafür gesorgt. Oha. Also hier passiert sehr, sehr, sehr viel. Richtig viel. Du weißt davon dementsprechend nichts. Ist auch gut, dass du davon nichts weißt. Du sollst ja dein Ding machen. Du sollst ja weiterziehen, weitergehen. Na? Aber hier ist sehr, sehr viel Bewegung, Interaktion. Und Dynamik. Und wie gesagt, Meldung kommt rein, aber sobald er hier diese Blockaden gänzlich gelöst hat und diese Stagnationen, die damit verbunden sind, aufgelöst sind, damit es hier wieder fließen kann. Ne? Aber hier jetzt gerade so aktuell, holla die Waldfee. Aber das ist gut, das ist sehr, sehr gut, das zeigt sich positiv. Eine positive Entwicklung. Also hier ist jemand, der könnte es schaffen. Der könnte das wirklich schaffen. Also diese positive Veränderung anzunehmen. Und es sieht mir hier wirklich so danach aus. So, welche Sternzeichen haben wir denn hier? Wassermann. Stier. Schütze. Widder. Zwilling und Steinbock. So. Na, dann hoffe ich mal, die legen Wadi die nicht und du konntest hier einen sehr wichtigen Impuls für dich mitnehmen. Ich danke dir für dein Einschalten und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.